herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin ja nur halb im Bild. Macht ja gar nichts. Death Door. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr zwei Jungs und Mädels. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Letztes Mal waren wir beim Endgegner. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier wieder gestartet bin. Der ist platt. Warum bin ich denn hier wieder? Oder bin ich hier richtig? Ist er hier? Ist er da? Nee, hier bin ich ja irgendwie falsch, ne? Ja, gut. Ja, gut. Hier. So, den machen wir jetzt auch direkt und dann haben wir das. Ne? Es tut so weh, wenn er einen hittet. Schon allein in den Ohren, weil der Sound. Ja. Ja. Hin und weg! Ach, das war so schön wieder. Ich bin hin und weg. Das war so ein schöner Endgegner, da war ich hin und weg. Was macht das nochmal? Oh nee. Nix kann er. Oh, Artillerie. Kanonenschläge. Wieder sein Laser. Da laufen wir immer schön im Kreis. Das ist ja gar kein Problem. X-Kala. Artillerie startet wieder. Nein! Ja. Nee, ich wollte. Oh, einen schönen Eiermann. Jetzt kommt der Artillerie. Was? ihr wisst schon, dass es nicht ganz fair ist, ne? Eieiei. Ja, guck mal hier. Nicht, dass mir jetzt noch was hier auf den Kopf fällt. Ah. Ja, habe ich mir einen Schluck verdient. Ja, komm hier. Ich hatte doch noch so einen Samen. Hier geht es zu den überwucherten Ruinen. Geht's hier hin? Hier geht es zum Gipfel. Bleibt uns nichts übrig, nichts anderes. Hier ist ein Schlüsselmann. Ups. Ach, hier ist der Friedhof. Komm. Sehe ich irgendwo meine Seelen? Ah, hier. 183, toll. Hä? Entschuldigen Sie mal. Komme ich da hin? Vielleicht kann ich irgendwann lerne ich noch so springen oder so. Ach, hier könnte ich die Samen rein. Gut. Der Schlüssel muss da runter.
Da runter und da rein. Ein Räuchergefäß. Hoch da. Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht nicht stark. Okay. Habe ich irgendwo ein Inventar? Teilstücke? Riesenseelen? Ein Schwert? Glänzende Dinge. Vielleicht bin ich eine Krähe wahrscheinlich, ne? Weihrauch. Dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern und beim Einbalsamieren den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett an der Seite steht Weihrauch der Buße. Maskiert perfekt den Geruch verwesener Leichen. Ich weiß nicht, wie mir das hilft. Ist ja. Stank. Okay. Ich habe einen Schreibfehler im. Mit einem T. Ich erwarte. Erwartet. Was mich da wohl erwartet? Danke, Dude, für diesen Hinweis. Toll! Mann, das ist doch erquickend. Hä? Ja. Ist der Geiermann? Das ist eine Tür für Giraffen. Oh, hallo Grünschnabel. Das mit dem Schlag auf den Kopf tut mir leid. Aber ich brauchte diese Seele. Arsch. Der hat mich irgendwo nochmal gehauen, ne? Nach dem Endgegner, dem ersten, ne? Da kam der doch irgendwie so aus der Tür. Du Schwein, hast mir die geklaut. Ich habe mich schon gefragt, warum ich die nicht habe im Inventar. Graue Krähe. Weißt du, ich war auch mal ein Schnitter. Genau wie du. Ja, jetzt bist du ein diebische Elzer. Vor Jahren ist mir mein Auftragsziel durch die Lappen gegangen. Ich habe viele Monate gebraucht, um es an diesem Ort hier aufzuspüren. Als ich ankam, musste ich feststellen, dass es irgendwie durch diese Tür gegangen war. Durch diese Tür gegangen war. Was ist denn für eine Betonung? Unvorstellbar. Weißt du, wo wir sind, Grünschnabel? Nö. Gar keine Ahnung. Giraffentür. Die Tür des Todes. 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 Hier findet alles Leben sein Ende. Ich dachte, es sei nur so eine Geschichte. Wie du weißt, werden alle Türen mit Seelenenergie betrieben. Vielleicht könnte mit einem wahrhaft gigantischen Aufwand an Energie sogar diese hier gezwungen werden, sich zu öffnen. Leider hat die Seele, die ich dir gestohlen habe, nicht ausgereicht. Ey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich will den hauen. Ich fürchte, unsere Schicksale sind jetzt eng miteinander verflochten. Grünschnabel, erleiden kann ich dich deswegen trotzdem nicht. Da deine Aufgabe nicht erfüllt wurde, ist dein Tod jetzt nämlich unvermeidbar. Ohne die Seele, die sich jetzt jenseits dieser Tür befindet, sitzt du in der Falle, genau wie ich. Aber vielleicht ist uns ja das Glück doch noch hold. Dieses verfluchte Land in den Schnittern verborgen, ist den Schnittern verborgen und in gewisser Weise unberührt von den Gesetzen der Natur. Die Kreaturen, die dort leben, können weitaus älter werden, als ihre Lebensspanne eigentlich vorsieht. Dabei werden sie immer größer und mächtiger. Ich weiß von drei solchen Wesen auf diesen Inseln, deren kombinierte Seelenenergie uns die Kraft verleihen könnte, diese Tür aufzubrechen. Im Norden lebt eine alte Hexe, die besessen ist von dem Gedanken, den Fängen des Todes zu entrinnen. Jenseits der Wälder im Osten wohnt ein selbsternannter König, der die über die Ruinen einer überfluteten Kathedrale herrscht, der über die... Und auf dem Berg im Westen gibt es ein steinaltes Untier, primitiv und bösartig, das weder Wunsch noch Sehnsucht gibt. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, Grünschnabel, doch durch mein fortgeschrittenes Alter ist mein Körper ermattet. Du entscheidest jetzt über deinen Weg. Du kannst dich in die Wildnis begeben und diese Riesenseele ernten, oder du tust gar nichts und erleidest dasselbe Schicksal wie der alte Idiot, der hier vor dir steht. So gern hauen! Er hat mich in die Scheiße geritten.
Brauchst du einen Rat, wo du dich jetzt wenden solltest? Jetzt geht's wieder los. Schlag vor, du gehst Richtung Norden. Dort lebt eine alte Hexe. Sie ist besessen von der Idee, dem Tod einen Grund zu geben. So. Machen wir das. Aber hier war doch zu. Hä? Kurz beim Blick in den Chat um die Wand gelaufen. Mann, da hat er mir ja richtig geholfen. Ich hätte wahrscheinlich eh nicht nirgends, nirgendwo anders hingehen können. Mach die Leiterrunde. Abkürzung. Hier geht es zur Villa der Urnenhexe. War der Weg ja nicht weit. Kein Weg zu weit. Ein Arsch, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Der tut dann auch so mega freundlich. Tut mir so leid. Rett mir eins über und dann das. Könnte ich ausflippen. Hier sind die Giraffen. Begraben. Guck mal, hier leuchten die Dinger. Leuchten nicht. Hier geht's. Ist das ein Dungeon? Take it. Souls. Der kommt doch hier gleich raus. Ah, warte, wo war denn das nochmal? Ich hatte nochmal irgendwo Spinnenleben gesehen. Die Fähigkeit kriege ich jetzt wahrscheinlich hier, ne? Okay. Okay. Zwei Fackeln. Eine Tür. Ja, nee. Hä? Das ist sein Problem. Oh, hört sich das an, als würde ich auf Metall laufen. Gib mir mein neues Flammenschwert. Was ist das denn? Da war eine Fackel, die noch nicht an war. Das sah so aus, als hätte ich da gar nicht durchgekommen. So, hier könnte man auch mal wieder fegen. Ist Herbst. Herbst. Grafikstil ist richtig schön. Gefällt mir. Das finde ich doch nie wieder, diese ganzen Spinnenweben-Dinger. Blumensamen. Meinst du, die ist... die Hexe eine gemeine Hexe? Hier könnte ich so einen Samen... Der sieht verdächtig aus, irgendwie. Verbrenne deine Waffe und verbreite Freude. Okay. Stehe ich nicht? Ah. Hä? Oder hier rauf. Ah. Ah. So ein Ding habe ich doch schon mal gesehen.
Gut, wieder was Neues gelernt. Da habe ich auch schon einige Wände von gesehen. Hier geht es zur Villa der Urnen-Exe. Geheimgang? Hier kriege ich auch noch einen Enterhaken. Jetzt haben wir schon irgendwie mindestens 3 Elemente, wo man irgendwie eine neue Waffe. Fähigkeit oder 4. Diese Kratzelwände. Enterhaken-Abgründe. Spinnweben. Höhere Ebenen. Was ist hier denn ein Ding? Ach, das ist die Tür nach Hause. Brauchen wir nicht. Aber noch nicht genug. Einmal durchs Laub rollen. Toll. Sei gegrüßt, du schnabelnasiges Wesen. Deine Sorte sieht man wirklich nicht oft auf dieser Insel. Gewiss bist du hier um deine Seele, aber hoffentlich nicht meine. Wie dem auch sei, offenbar haben sich unsere Wege zur rechten Zeit gekreuzt. Es mag dir aufgefallen sein, dass ich mit einem ungewöhnlichen Fluch behaftet bin. Sehr unangenehm, das. Werte mich nicht aufgrund der Form meines Kopfes, sondern aufgrund der des Nährwerts der darin befindlichen Suppe. Topfkopf. Doch, wo bleiben meine Manieren? Ich bin hoch auf bereit, eine Bekanntschaft zu machen, Schnabelnase. Ich will das nicht essen. Es hat den Anschein, dass meine Reise zum Stillstand gekommen ist. Es ist mir nicht gelungen, die vor mir liegende Barriere zu überwinden und die eisernen Tore aufzuschließen. Wenn du mir helfen könntest, dieses Problem zu lösen, stünde ich tief in deiner Schuld und wir könnten den Weg fortsetzen. Gemeinsam. Together. Es ist wenigstens netter als diese graue Krähe da. Vor uns liegt manch ein Hindernis, Schnabelnase. Mir deucht es offenbare sich eine bemerkenswerte Verbindung zwischen den versiegelten Toren und den nicht erleuchteten Laternen. Selbige umgeben. Ja, meint er die wir jetzt schon entzündet haben? Hier ist auch noch ein Pottkopf. Was? Also er meint die hier, ne? Was macht das hier? Ah, okay. Nee, du Sausack. Machen die mir Schaden, wenn ich dagegen bin? Okay, war das geklärt. Macht ja nix. Der Garten des Friedens. Naja. Besudelt mit Blut ist der Garten des Friedens.
Schweinebacke. Zack. Hey. Mich deucht die Suppe in meinem Kopf. Der Typ hat nur Suppe im Kopf. Was für eine Suppe? Rindsuppe, Hühnersuppe, Kürbissuppe, Käse-Lauchsuppe, Spargelcremesuppe, Tomatencremesuppe. Okay. Ich habe im Kreis gelaufen. Check ich. Mal hier auf dem Weg. Kann nicht alles sein. Ey! Ob ist das Jatta, das Gatta hier? Du bist ruhig. Na komm. Okay. Ich check nicht ganz, wann ich Pfeile wieder krieg. Bei den Pilzen auf jeden Fall. Oh, komm. Boah, der hat mich aber... Der kam aus dem Tor und hat mich direkt... Das gute alte... Pfeile durch Feuerräste. Sagt er. Sagt Beryl. Beryl ist am Start. Ey, du kommst raus und machst Dreckhawall. Mann, ey. Der kommt raus und macht Krawall. Aber der Rücksetzpunkt ist, glaube ich, Humor. Das Spiel ist so ein bisschen wie Urlaub, so ein Dark Souls Light. Ich mache Urlaub in Dark Souls Light. Zack. 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 Ah, hier bin ich. Oh! Oh. Nee, komm. Das ist mehr so Dark Souls Zero. Also Prequel, meinst du? Was sagt er hier? Der Garten der Freude. Den kennen wir doch schon. Wissen wir doch, dass wir da sind. Boah, ich habe irgendwie Bock auf Fable. Bin mal gespannt, ob das Neue was wird. Soll ich euch daran denken? Das ist wahrscheinlich wegen der Musik irgendwie und weil das so ein bisschen gechillter ist. Stirb! Ach ja. Bisschen Herausforderung könnte ich schon noch gebrauchen, aber bitte nicht so wie in Dark Souls 2. Der Rauchritter oder so, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Was ist hier denn? Guck mal, hier ist schon wieder ein Enterhaken. Und so ein Port irgendwie. So auf den Kreisen kann man doch auch noch irgendeine Fähigkeit verwenden. Hebel. Jetzt habe ich eben die Tür aufgemacht. Was mir jetzt aber fehlt, ist, dass hier noch so ein
Samengedöns da ist? Wo man denn da hin? Ah, ich weiß vielleicht die. Warte mal. Ich habe einen Trick gesehen. Mal hier durch. Ah! Ich bin Detektiv Brabe. Allzeit bereit. So. Bringt mir das Feuer hier irgendwas? Kann ich die Büsche abpacken? Kann ich Vasenstatuen abpacken? Nein. Ja, der Dude hat das erst gesehen, als er durch war, sagt er. Aber der hat ja auch nicht so Adleraugen wie ich. Guck mal hier. Das habe ich allerdings übersehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier einiges vergessen. Aber egal. Macht ja nichts. Was wir brauchen, ist Seelen. Die kriegen wir von Endgegnern. Hey, Kochtopf, Kopf. Hurra, jetzt ist es uns möglich, voranzuschreiten, mein getreuer Kamerad. Zunächst aber wollen wir uns einen Ausblick der Ruhe gönnen. Komm, nimm ihm Platz. Erinnert mich ein bisschen an den... Wie heißt der? Katharina Knight? Zwiebelritter. Wie ich zu Anfang unserer Begegnung erwähnte, erinnerte mich mein Erscheinungsbild ehemals keinesfalls an Kochgeschirr. Diesen unziemlichen Fluch habe ich der boshaften alten Dame zu verdanken, die in der Villa jenseits dieser prachtvollen Gärten residiert. Ich gehe davon aus, dass du ihretwegen hier bist, nicht wahr? Gewiss ist ihre Seele prall geschwollen und erntereif. Das hört sich irgendwie falsch an. Aufgrund ihrer unnatürlich verlängerten Lebenszeit. Ich trachte lediglich danach, die alte Hexe zu konfrontieren und aufzufordern, ihre keramische Missetat rückgängig zu machen, damit ich wieder so stattlich aussehe wie zuvor. Deine Wampe macht das aber auch nicht weg, doch. Ich gelt einmal als ausgesprochen gut aussehend. Da bin ich mal gespannt. Das kriegen wir hin. Möchtest du Suppe? Nein. Wollen. Naja, komm. Diese Löffel mit einem Loch in. Ich nie verstanden. Damit kannst du besser umrühren, ne? Aber nichts auftun. Nein. Dann eben nicht. Lass uns weiterziehen. Schön. Musik weg. Bams. Was ist das? Das kenne ich nicht. Was ist das? Ah! Hier Schweine! Bevor ich da jetzt mal raufschieße, mache ich hier nochmal so einen Samen rein. Also gehen die vielleicht auf die, wenn ich... Ja. Nein, das wollte ich nicht. Was ist denn hier los? Ah! Kann nicht. Ah ne. Die fliegen einfach straight gegen die Wand. Ach, das verwelkt ja direkt. Das wusste ich nicht. Geheimgang. Oh, die gewünschten Seelen. 600 brauchen wir. Oh, ich hole mir direkt nochmal das schneller laufen, schneller rollen. Öfter rollen. Hier geht es zur Villa der Urnenhexe. Nein, weich aus. Ach, keine Pfeile mehr.
so. Ein bisschen mehr Stärke würde mir auch nicht schaden. Komisch ist nichts. Feuer, Urnen. Oh, da ist ein richtiger fetter Krieger. Was ist das denn? Den mach ich platt. Der hat den letzten Rest Seelen, die ich brauche. Komm ran! Oh! Habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach du Schwein! Okay, gut. Stimmt, wie es im Auge sieht da ein bisschen aus. Ich denn jetzt schon wieder hier? Ach, ich muss das alles nochmal machen dann? Habe ich den Weg nicht oben schon auf? Vielleicht verstehe ich das Rücksetzsystem noch nicht ganz. Vielleicht wird dann der ganze Progress wegmachen. Das wäre dumm. Nein! Schwein! Lass mich! Na, hier ist das Tor auf. Ech. Ja. Warte, ich das noch nicht aufgemacht hier. Hier war doch. Wo war das? Wo ist mein. Wo ist meine Energie? Ja, ne, das war. Du warst im Gebüsch. Zack. Seelen geben die ja nicht, ne? Hier war die Bank mit unserem Rittermann, Rittersmann. Das kann doch nicht der schnellste Weg sein, wenn ich jetzt noch öfter verrecke. Egal. Och, komm, ey. Alter. Ich mag ihn nicht. Oh, heftiger Typ. Was ist mit dir? Oh, nee. Ist das der neue Rauchritter? Okay. Kann ich ihm irgendwie die Rüstung ausziehen? Ich muss bestimmt erst den Entehaken finden und ihm dann die Rüstung ausziehen. Ich war eben Umweg gegangen. Hier für eine Versammlung.
hier rum. War echt ein Garten der Freude. Nehmen. Voraussetzen. Okay. Das Familiengrab. Scheiß drauf. Junge! Okay. Ja, da ist doch irgendwo so ein Muster. Das Rätsels Lösung werden wir schon noch finden. So. Da geht's nicht weiter. Es ist echt viele so Ecken, wo da gar nichts ist, ne? Macht ja nichts. Ja. Da bist du, mein Freund. Ich würde eine prächtige Statue abgeben. Findest du nicht? Hier sind wir jetzt also. Dieses Gebäude sieht nicht weiter gefährlich aus. Es hat fast schon etwas Beruhigendes. Und dennoch. Sei stets auf der Hut. Dort drin erwartet uns ungeahnte Gefahr. Jetzt wollen wir den Abgrund des Abenteuers in den Abgrund des Abenteuers tauchen und uns in den Rachen der Bestie begeben, gemeinsam. Ja, nee. Tschüssi, da liegt eine platte Fledermaus, die will ich haben. Die platte Fledermaus. Oh, ich möchte eine neue Waffe haben. Zack. Ja, den kann ich nicht liegen lassen, ne? Hier unten ist. Wo war denn hin? Vielleicht, wenn man den besiegt. Tut mir wieder weh! Nein, wieso haust du denn nochmal direkt? Ich wollte gerade sagen, hier, flawless, zack, zack. Aber nein. So wird er mir jetzt nicht so viel gebracht. GG, easy. Der Garten des Lebens. Ach, dann dem hänge ich länger. Zack. Hat doch jetzt 600, ne? Ja. Kommen Sie herein. Es klopft an meiner Tür. Bitte? Achso. Du bist allerdings jetzt live. Wahrscheinlich hört man dich auch. Was möchten Sie denn? Oh, jetzt werde ich abgelenkt. Da ist er wieder weg.
Ah, da bin ich aber. Warum ist hier so eine Fackel? Wolf! Ich könnte nach der Rolle auch mal einen schweren Schlag machen, den mache ich nie, ne? Hier so. Bam! Epischer Abgang. Epischer Abgang eines unnützen Geschöpfs. Hier sind so viele Fackeln, die nicht an sind. Ich will die anmachen. Boah, den ganzen Quatsch muss ich wieder backtracken, ne? Hier überall Enterhaken-Stuff. Kann er nicht fliegen? Warum kann er nicht fliegen? Gucken wir mal an, nochmal irgendwie die Fackeln anmachen. Aber kann er, von der kann ich ja nicht hier hinschießen. Ich krieg irgendwann noch Feuer. Feuerschwert, Feuerfackel. Fackel, Feuerschwert. Okay, wo sind wir jetzt? Hä? Was? Lass mich! Nein! Warum macht er denn nichts? Kleiner Tipp, die Samen immer pflanzen, wenn du die Gelegenheit hast. Aber what, why? Nein. Unnötiger Tod. Unnötiger Tod. Tipp. Leute, kleiner Tipp, ihr müsst hier immer die Pflanzen säen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Habe ich mich gehalten, obwohl ich voll Energie habe. Warum denn? Dude, warum ist das? Wieso sagen sie dies? Nee, hau mich nicht. Hau mich nicht zweimal. Guck mal, die können die Vasen nicht zerstören. Oh nee, wahrscheinlich ist das auch noch irgendwie so ein Ding. Ich muss alle Pötter besamen. Komm. Kann ich hier noch irgendwas anzünden? Wenn ich hier rüber schieße? Nee. Kann er nicht. Hey, jetzt war ich immer noch nicht bei Fledermaus, Mann. Sei nicht albern mit deinen lächerlichen Bogen. Das ist doch lächerlich. Gehen wir hier nochmal lang. Den Garten des Lebens. Kleiner Tipp, immer säen. Na? Ich dachte so eher, man muss sich das aufsparen. Falls man es mal braucht. So, hier sind wir verreckt. Dann machen wir das nochmal. Ey! Nein! Nein, doppel nein! Fall nicht runter noch.
Tschüss. Oh nein, es geht weiter. Der ging ja voll daneben. Ah, der ging auch voll daneben. Keine Pfeile mehr. Gut, dann lass uns mal hier kämpfen. Hier ist die Fläche größer. Ich hoffe, das war die letzte Welle, ey. Komm! Ah. Da ist der Fledermaus, Mann. Du hast Streunerdolche gefunden. Ach, das ist keine Fledermaus. Diese Klingen können deinen Gegner schnell Schaden zufügen. Eine entscheidende Maßnahme. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihnen ausrüsten. Ja, Reichweite natürlich eingeschränkt. Aber Schaden, DPS erhöht, sag ich mal. Einschneidende Maßnahmen. Mehr ist hier nicht. Ist das ein Wunschbrunnen? Heilbrunnen? Bald mehr Mondbrunnen. Bald mehr Mondbrunnen. So. Bevor wir hier jetzt reinstiefeln, machen wir hier kurz Folgeende. Und dann gucken wir. Also ich nehme direkt noch eine auf. Aber scheiß kurz Pause. Also macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.